Vater, wir danken dir für gute Fragen jetzt, yes, dass genau deine Fragen kommen, die du auf dem Herzen hast. Und wir danken dir, dass dein Wille geschieht jetzt, wie im Himmel, so auf der Erde. Amen. So, wenn er Frage hat, kann er direkt Hand heben und dann Dennis marschiert dann zu euch. Und dann geht's los. Du musst immer merken, Dennis, wer Hand hebt und dann nach der Reihenfolge auch gehen, ja? Ich. Die Königin hinsetzen. Ich soll was für Joanna fragen, die erst heute Abend kommt. Könntest du bitte fragen für mich, ob ich laut mit Jesus reden soll, wenn die Umstände passen? Zum Beispiel, wenn ich alleine bin. Laut oder leise, war ihre Frage. Moment, ich nehme die Antwort auf. Stopp noch. Genau. Die Frage ist, dass... Kannst du nochmal vorlesen? Ja. Na, wie kriege ich denn jetzt hier einen neuen? Wie ich einen neuen, neue Aufnahme? Die... So, eine neue. Und starten, ja genau. Mhm. So. Also die Frage war, ob sie Jesus laut oder leise anbeten soll, ob das... Okay, ja, beides ist gut, ja. Also, herzlich willkommen hier bei der Aufnahme, wir sprechen zu dir aus Hochhems, jawohl, genau. Danke für die Frage, voll gut. Beides geht. Es gibt manchmal Momente, wo man nur leise beten kann. Wenn man in Gruppen ist, zum Beispiel in der Schule oder wo auch immer, oder im Gottesdienst, ja, oder man sitzt irgendwo rum, da wäre es schon gut, wenn man leise das macht, in Gedanken, das funktioniert. Wenn man zu Hause ist, bin ich persönlich der Vertreter von bitte laut, ja. Wenn dein Ehepartner neben dir liegt im Bett, dann bitte nicht laut, ja, wenn er gerade schläft. Ansonsten schön laut. Warum? Denn Tod und Leben ist in der Gewalt unserer Zunge und Glaube kommt vom Hören, ja, das heißt, man spricht es laut hinein, ja. Deswegen, ich bin der Freund von laut, aber es geht auch leise, logischerweise, ja. Ja, beides geht, ja, ja, okay. Wir haben noch eine Frage, und zwar, man hört immer wieder, der Herr hat gesagt, ja, oder der Herr hat zu mir gesprochen. Wie sieht das aus? Ist es mehr eine Stimme oder mehr ein Gefühl, so in der Richtung? Das kann die Lehrerin der Prophetenschule erklären. Komm, Ulrike, dann haben wir auch mal Ruhe hier, ja? Ja, das ist sehr unterschiedlich. Der Herr kann über verschiedene Wege zu dir sprechen. Es gibt Menschen, die sehen zum Beispiel Bibelstellen oder hören wie im Ohr, was weiß ich, Matthäus 28, ja? Und es gibt die Möglichkeit, Gott hat uns die Augen des Herzens gegeben. Und mit den Augen des Herzens können wir spüren oder empfinden, was Gott sagen möchte, oder können Dinge wahrnehmen. Und dadurch kann Gott auch sprechen. Was bei mir ganz häufig ist, dass ich über Menschen Wörter sehe oder so kleine Filme sehe, die da ablaufen. Oder man kann, also Gott benutzt ja die ganzen natürlichen Wahrnehmungsorgane, die wir haben, auch wie zum Beispiel riechen. Das ist auch ganz was Cooles. Ich rieche zum Beispiel manchmal etwas in einer Gruppe, und ich weiß ganz genau, zum Beispiel, ich rieche oft Feuer, dann weiß ich ganz genau, oder verbranntes Holz, dann weiß ich, jetzt will Gott etwas tun. Oder ich rieche einen Rosenduft, dann weiß ich, jetzt will Gott Wertschätzung ausdrücken. Oder ich habe auch schon mal Waschpulver gerochen, dann wusste ich, jetzt will Gott Reinigung bringen. Ja, und so gibt es so ganz verschiedene Arten und Weisen, wie Gott redet oder wie Gott in sich mitteilen möchte. Natürlich redet Gott auch auditiv, aber das ist nicht so häufig der Fall. Ist damit deine Frage beantwortet? Super. Perfekt. Willst du was sagen dazu? Ja, Teil 2, bevor die nächste Frage kommt. Ja, also mit dem Reden, gell. Ich habe gesagt, Herr, sprich so deutlich, dass ich dich verstehe, ja. Und ich bin früher sehr viel, ich war sehr einsam als junger Mensch, weil ich war weit und breit die Einzige, heute weiß ich es, Wiedergeborene, ja. Die anderen waren alle sehr religiös. Und die konnte mit mir nichts anfangen. Und da bin ich sehr viel allein in die Wälder gegangen. Und da bin ich, und da gehe ich einmal an so einem Wald, sitze mir auf einem alten Baumstamm hin, kommt eine riesige Raupe. Hei, habe ich gesagt, die Viecher mag ich ja nicht. Da sagt der Herr, warum nicht? Ja, die sind so egoistisch. Wisst ihr, was wir sind, stört uns im anderen. Die wollen nur fressen. Alles muss sie glücklich machen, verstehst? Mag ich nicht.
Sag er, was ist da drinnen? Dann sage ich, ja, gelernt habe ich ein Schmetterling. Ja. Und dann bin ich nach Hause. Wochenlang hat mich diese Raupe begleitet. Und dann hat Gott zu mir gesprochen. Ich habe mich versetzt in diese Raupe. Wisst ihr, wenn wir beten, noch ich mich meiner mir, Herr segne doch uns vier, muss alles uns glücklich machen. Eine Raupe, die geht auf den Baum und frisst und frisst und frisst und frisst und wird dick und fett. Und eines Tages kommt der Zeitpunkt, wo sie sagt, bäh, das war gestern noch so gut, heute schmeckt es mir überhaupt nicht mehr, ich bin am falschen Baum, geht sie auf einen anderen Baum, genauso schlecht. Das muss ja ein jungen Baum, geht sie zu einem jungen Baum, genauso schlecht. Denkt sie sich, das Leben ist nicht mehr lebenswert. Hängt sich an einen Faden und fängt an zu spinnen. Das sind Prozesse in unserem Leben, ihr Lieben. Fängt an zu spinnen. Und dann spinnt sie und in dieser Spinnerei wird es immer enger. Plötzlich weiß sie nicht mehr, wo oben oder unten ist, hinten oder vorne. Aber sie spinnt weiter. Und sie glaubt, sie ist die Einzige, die so spinnt. Ja. Ihr hört mich hoffentlich. Da können 100 Raupen nebeneinander hängen. Jede glaubt, sie ist die Einzige, der so schlecht geht. Und dann hat sie keinen Saft mehr, dann hört sie auf zu spinnen. Sie ist total eng. Alles ist eng. Sie hat keine Ahnung mehr, wo oben und unten ist, hinten oder vorne. Und dann wird sie ruhig. Und dann kommt ein Moment von innen her, ein Impuls. Raus! Und sie bricht den Kokon auf, von innen drinnen. Wenn du so einem Kokon hilfst, herauszukommen, ich garantiere euch, das stirbt der Schmetterling. Der muss mit eigener Kraft den Kokon aufbrechen, damit er fliegen kann. Amen. Und dann ist nichts mehr von der fetten, egoistischen Raupe da drinnen in dem Kokon. Alles wurde verwandelt in einen Schmetterling. Amen. Und das ist der Prozess der Metamorphose. Das ist der Prozess der Dunkelheit unserer Seele. Da geht jeder durch, der wirklich durchbricht in ein Leben aus dem Geist. Amen. Ja, dann habe ich es noch nicht ganz kapiert gehabt. Und der Herr gesagt, dann habe ich mal im Frühjahr gesagt, Herr, aber wo wissen denn die ganzen Samen, wo sie hinwachsen sollen? Ist ja dunkel da drinnen, ja. Die können ja so wachsen, so wachsen, so wachsen. Kann man nie raus, das wäre eine Katastrophe für uns, ja. Sag ich, wieso wissen die das hier auf? Hat er gesagt, das Licht und das Leben in dem Samen ziehen sich gegenseitig an. Amen. Und wisst ihr, da, wenn der Same da hineinkommt, dann fängt an diese Umgebung zu wirken auf diesen Samen. In dem Samen, da ist innen drinnen also der Keim und dann ist der Mehlkörper und dann kommt die Wand. Ja. Und die Nässe von der Erde fängt an, hier einzuwirken. Und der Keimling fängt an zu wachsen und ernährt sich am Mehlkörper. Und dann kommt der Punkt, wo der Samen schreit, ich halte es nicht mehr aus in diesen Umständen, es ist mir alles zu eng. Habt ihr schon mal gehabt? Und dann muss die Samenwand muss freigeben. Amen. Und es sind alles Prozesse in uns, ihr Lieben. Wie oft habe ich so gesagt, Herr, ich halte es nicht mehr aus in diesen Umständen. Dann habe ich gesagt, bleib nur drinnen, der Keim ist im Wachsen. Und der will durchbrechen. Amen. Wisst ihr, der Geist, wenn wir Jesus aufnehmen, kommt Jesus in deinen Geist. Aber du bist noch lange nicht durchdrungen in deiner Seele von seiner Wahrheit und seiner Liebe. Amen. Und dann kommt erst der Prozess, wo Gott langsam deinen Willen, deine Gefühle, deinen Verstand durchdringt mit seiner Wahrheit. Und das sind Prozesse. Und in den Prozessen, wisst ihr, da sind die Christen also ein bisschen kaum zu unterscheiden von Nichtchristen. Also sind sie total im Fleisch, in der Seele. Amen. Da sind wir in der Wüste. Heraus aus dem Feindesland des Teufels. Wir sind schon durch die Taufe gegangen, wie jetzt, okay? Aber die Wüste ist noch nicht aus uns heraus. Und da rennen wir im Kreis und stoßen uns immer an denselben Steinen und meckern und raus und murren und knurren. Und wie ich da drinnen war, habe ich gesagt, Herr, da war es ja noch besser, wo ich gar nicht bei dir war. Jetzt ist es oben hart, unten hart. Also ich sage das. Und ich sage es euch, das sind dann Zeiten, wo man nicht glücklich ist. Amen. Aber wenn man da mit Jesus, wenn man immer Jesus hineinlässt, in alle Situationen, komm herein, Herr Jesus, komm herein. Und der kommt. Amen. Und dann fängt der Keimling an zu wachsen. Und dann bricht man so. Wisst ihr, ich stehe im Frühjahr vor jedem Löwenzahn, der die Asphaltstraße durchbricht. So gibt es einen Held Gottes.
Mit dem schwachen Material, das du hast, brichst du durch den Asphalt. Und so möchte Gott bei uns mit seinem Leben Durchbruch schenken in allem. Amen. Ja. Aber ich habe schon viele Begegnungen mit Gott gehabt. Und zwar, ich rede mit ihm ganz blank. Also ich sage, Papa, du vertragst das, ich muss ehrlich sein mit dir. War ich in Florida, ich liebe es, in der Früh an Stränden spazieren zu gehen, alleine, wenn die Sonne aufgeht. Und da war ich gerade ein bisschen eine blaue Phase gehabt. Ja. Und da sind die Delfine gesprungen und habe gesagt, Herr, kein Hund würde sich scheren, wenn ich heute in diesen Wellen verschwinde. Ihr Lieben, es hat keine 5 Minuten gedauert, hat mich ein Hund geleckt. Da habe ich ein bisschen so lachen, habe ich gedacht, der Papa im Himmel hat gesagt, was hat der gerade gesagt? Kein Hund würde sich scheren, muss der nächste Straßenköder. Ich habe einen Auftrag für dich, leck dir mal ordentlich. Ich habe mit dem Hund den ganzen Tag gespielt, ihr Lieben. Das war der schönste Hund, den ich je gesehen habe, das war ein Abgeordneter vom Himmel. Amen. Gott spricht durch mich sehr viel durch die Natur. Aber auch durch das Wort Gottes. Oder ihr könnt das Buch kaufen, Loslassen, Gottlassen, sind aber nicht mehr viele da. Da habe ich die ganzen, so viele, er spricht auch durch unsere Herzenswünsche. Manchmal gebe ich jemandem einen Rat und dann sagt der Herr, der ist eigentlich für dich. Aber ist auch schon passiert. Ja, er spricht durch unsere Gedanken, Träume, Visionen. Also er hat ganz viele Möglichkeiten. Amen. Aber ihr Lieben, wir müssen auf die Wellenlänge Gottes kommen. Da bin ich im Auto gefahren in Amerika und habe Radio gehört und gesagt, der Herr, dreh ab. Ja. Und wenn er spricht, bin ich immer überrascht. Auch über Dinge, die ich schon lange weiß. Ja. Jetzt ist still. Jetzt habe ich abgedreht, jetzt ist still. Also ich dreh wieder auf. Ja, habe ich wieder was gehört. Dann sage ich, versuche andere Sender. Dann habe ich da rumgedreht. Ich sage, da war Französisch, Englisch, Rockmusik, klassische Musik, alles. Hat er gesagt, dreh wieder ab. Hörst du was? So überhaupt nichts. Ich sage, sind all diese Kommunikationen in deinem Auto jetzt? Sag ich, die müssen da sein, weil ich habe sie ja vorher gehört. Da hat er gesagt, was ist das Problem, dass du sie nicht hörst? Da habe ich gesagt, ich bin nicht auf der Wellenlänge. Er hat gesagt, du musst auf meine Wellenlänge kommen und dann hörst du mich den ganzen Tag. Und die Wellenlänge Gottes ist nicht raunzen, murren, knurren, jammern, schimpfen, sondern Glauben. Amen. Glauben, Vertrauen. Amen. Geh auf den Sender, Glauben und Vertrauen, und dann wirst du sehen, musst du sogar manchmal leiser stellen, weil er so laut spricht. Amen. Habt ihr mich verstanden? Wir sind das Problem. Jetzt muss ich auch noch was erzählen. Ich habe die Bibel angefangen zu lesen. Meine Familie hat geglaubt, ich bin ein Zeuge Jehovas, weil ja in Tirol bei den Katholiken nur jeder Katechismus liest, aber nicht die Bibel. So, und bei jeder Verheißung, die ich gelesen habe, hast du da drinnen gelacht. Denke ich mir, komisch. So richtig spät ist. Dann sage ich, ja, sag mal, was ist denn da drin? Ich habe von Dämonen noch nichts gewusst. Ja. Dann habe ich mir gedacht, da stimmt was nicht. Dann bin ich zum Herrn und habe gesagt, Herr, warum lacht es so blöd da drinnen? Wenn ich eine Verheißung von Gott lese. Dann sagt der Vater zu mir, der himmlische Vater, dein Papa hat manchmal dir Versprechungen gemacht, die er nicht eingehalten hat. Und dann hast du dich entschlossen, wenn ich es nicht glaube, tut es nicht weh, wenn es nicht kommt. Und jetzt sagst du sofort, Verheißung, die glaube ich nicht. Weil wenn sie nicht kommt, tut es mir nicht weh. Habt ihr gesehen? Ich habe meinen Vater verachtet und deshalb habe ich nicht hören können von Gott. Ich habe dann wirklich meinen Vater um Vergebung gebeten und ich habe bestimmt auch schon Versprechungen gemacht, die ich nicht gehalten habe, verstehst du? Das macht man ja nicht bewusst, okay? Und dann habe ich den Vater vollkommen vergeben und seither höre ich. Und jede Verheißung ist für mich ein Ja und Amen. Halleluja. Nicht, weil ich es verdiene, sondern weil Gott es mir verheißen hat. Halleluja. Danke. Danke. Nächste Frage. Ja. Du warst ja schon um der Ewigkeit und hast Jesus gesehen. Und ich wollte mal fragen oder wissen, ob Jesus in der Ewigkeit auch noch die Handmale hat, als Zeichen oder Erinnerung an das, was er für uns Menschen getan hat, oder ob er dann auch einen neuen Körper hat. Hast du ihn so genau gesehen? Das sind zwei verschiedene Fragen. Was ich gesehen habe und ob er so hat. Deine erste Frage war, ob es so ist und die zweite Frage, ob ich ihn so gesehen habe. Das sind zwei verschiedene Fragen, ja? Ja, gute Frage.
Hier ist die Frage der Erscheinung. Wie erscheint uns Jesus, ist die Frage. Ja? Erscheint er uns im Auferstehungsleib, erscheint er uns in dem, wie in Thomas hier fast mal rein, wie erscheint er uns überhaupt? Ich möchte mal kurz reinnehmen auf die Erde. Als Jesus auf der Erde war, ist er uns erschienen in verschiedenen Erscheinungsformen. Als Mensch erstmal ganz normal Mensch. Dann war er auf dem Berg der Verklärung, plötzlich hat er ging es voll ab, ja, hat er gestrahlt. Dann nach der Auferstehung wurde er verwechselt mit dem Gärtner. Das heißt, schon auf der Erde hat er verschiedene Erscheinungsformen gehabt. Und ich glaube, dass wenn Menschen himmlische Visionen haben und im Himmel sein werden, werden sie Jesus erkennen entsprechend ihres Glaubens, also entsprechend dem, was sie für Bilder haben. Da gibt's, schon auf der Erde hat er verschiedene Erscheinungsformen gehabt und auch dort. Die zweite Frage, wie habe ich ihn gesehen, war bei dir? Ich habe ihn gesehen, wie mein Glaube war. Als ich beim letzten Himmelserlebnis war, habe ich ihn also mit nach Johannes Offenbarung 1, also wenn ihr mal durchlest, wie er aussieht, welche Haare er hat und so weiter. Und so habe ich ihn auch gesehen. Hätte ich eine geistliche Phase gehabt in meinem Leben, sagen wir vor einem Jahr oder so, wo ich gerade Wert drauf lege auf den Inhalt, dass er durchbohrt war, ja? Wenn es so wäre und ich wäre in dem Zustand im Himmel gewesen, hätte ich entsprechend dem Glauben, weil wir hier gebunden sind an unsere Vorstellung, auch ihn so gesehen, weil er sich wegen seiner Gnade und seiner Liebe mir so gezeigt hätte. Was ich euch jetzt ermutigen will, Jesus erscheint aber so, wie die Offenbarung es erklärt. Und wenn man sich so fühlt, sieht man das auch so. Und deswegen ist ganz, 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 ganz wichtig im Prophetischen und in Übernatürlichen und in Himmelsvisionen und in Prophetien und alles, was es so gibt, dass wir uns zuerst füllen mit seinem Wort. Weil dann kommt nämlich biblisches Zeug raus. Wenn wir uns nicht füllen mit seinem Wort, kommt Hollywood raus und Krimi und Fernsehen und alle coolen. Das ist auch cool, aber es ist nicht die Ebene der Wahrheit. Ja? Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns füllen. Bevor ich mein letztes Himmelserlebnis hatte, jetzt am 15. Januar 2020 war das, habe ich erstmal eine ganze Woche lang die Offenbarung durchgelesen und alle Dinge studiert und die Prophetien. Warum? Damit ich mich fülle mit dem ungefilterten Wort Gottes. Und dann habe ich ihn genau so gesehen, jetzt zu deiner Frage, so gesehen, wie das Wort das sagt. Warum? Weil ich mich so gefühlt habe da drin. Okay. Ja, danke für die Frage. Oder beantwortest du die Frage? Ja, super. Ich habe eine Frage wegen diesem Baum, gepflanzt an Wasserbächen, ja. Und dann steht ja, er bringt seine Frucht zu seiner Zeit. Jetzt ist die Frage, ist es seine Zeit, ich oder Gott oder der Baum? Das seine Zeit, ob es ich, Gott oder Baum ist. Oder also seine, es steht ja, der Baum bringt seine Frucht zu seiner Zeit. Ja. Weil diesen Vers habe ich echt geliebt und habe auch betet, dass ich so werde. Und dann habe ich das mal bewusst gelesen und da dachte ich, aber ist es die Frucht, die ich bringe, zu der Zeit, wo es dran ist? Oder ist es die Frucht, die der Baum hervorbringt? Ja. Oder bringt Gott die Frucht hervor? Also um was geht es da genau? Alles drei. Ah ja, okay. Kommt zusammen zu seiner Zeit. Und da hängt wieder unsere Entscheidung. Nimm mal, was von einer Stunde passiert ist oder von einer halben. Jetzt war eine mega Frucht entstanden, gerade eben durch die Taufe. Das ist im Himmel festgelegt, dieser Tag. Ja? Das ist krass. Was wir hier gemacht haben, Ewigkeitssache, ja, Amen. Voll cool. Was ist das? Das ist Frucht, ja, Frucht dieser Arbeit hier. Nehmen wir es mal bei mir, ich habe getauft, ja, eine Frucht. So, jetzt, war das jetzt von Gott? Von Gott. War das von Menschen? Ja, auch von Menschen, ihr habt euch ja entschieden dazu. Und von mir, auch von mir, weil ich habe mich entschieden, jetzt, ja, runter und hoch. Das heißt, seine Zeit kommt zustande, wenn Gott es will. Alles hat seine Zeit, Prediger 3. Und die Frucht entsteht zu seiner Zeit. Hängt aber immer an allem drei. Ja? Wenn wir nur eins rausnehmen, dann wird es unsauber von der Theologie. Alles drei kommt immer zusammen. Und letztendlich hängt es immer an unserer Entscheidung. Und wichtig ist, es gibt diese Stelle, dass das Säen und das Ernten zusammenkommt in den letzten Tagen. Da wird also Frucht, 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 Frucht. Ja? Das wird sich steigern, die ganze Sache. Aber wisse immer eins, du musst mitmachen, Ute. Ja? Das ist eins, Gottes Zeit kommt rein und auch der Baum kommt da rein. Aber zu unserer Zeit kommt es, genau. Für dich beantwortet? Okay. Ich wollte mal fragen, durch die Taufe ist man gestorben für die Sünde und für die Welt. Ist das so? Halleluja. Ist es so? Der hinter dir erklärt es gleich.
Stellst du die Frage? Ja? Ja? Komm, komm, erklären. Du hast, der hat so eine starke Vorbereitung gemacht gerade eben. Genau. so wie der Daniel sagt, also was ich immer sehr treu finde, ist, wenn wir einfach schauen, was das Wort dazu sagt und nicht auf Menschenweisheit irgendwas aufbaut, sondern was das Wort dazu sagt. Und dazu würde ich gerne einfach die Bibelstelle nochmal vorlesen, die wir uns vorhin auch schon angehört haben, die in Römer 6 steht. In den Versen 3 und 4. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Sind wir also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Und da die Stelle bringt es eigentlich sehr deutlich hervor, dass wir mit Christus untergetaucht werden, wir sterben mit ihm und durch dieses Erlösungswerk, was er für uns vollbracht hat, werden wir wieder auferstanden und leben in diesem neuen Leben, wo wir der Sünde gestorben sind. Sind wir auch der Welt gestorben, dem Weltlichen auch, ja. Ja. Das, ja. Also mir ist das jetzt klar. Ja. Also okay. Und ja. Diese Taufe ist genau das gleiche wieder wie auch bei Heilung, Stellung und Zustand wieder. In der Stellung sind wir gestorben. Wir sind der Sünde tot. Stellung Ende. Ab heute runter und hoch und ihr seid gestorben. Ende. Bumm. Das ist die Stellung. Morgen kommt irgendjemand, wo nervt. Und denkst du, ja, und dann kommt dieses Ding, will wieder hochkommen, ja, und dann Zustand ist, aber immer noch gibt es Problemchen, ja, und die Sünde will immer wieder raus, aber aus der Stellung vollständig erledigt. Und dieses Ding ist echt eine Spannung. Wir haben die nächste Spannung jetzt gefunden, ja, zwischen Stellung und Zustand. Und das heißt, wir müssen auch der Sünde gestorben leben. Lebt der Sünde gestorben, wandelt im Geist. Ja? Aber wie? Indem wir die Stellung wissen, die Dennis gerade gesagt hat, wir sind gestorben und Teufel, du darfst mich nicht mehr anrühren die ganze Zeit, wenn ich bin der Sünde gestorben. Deswegen sind wir der Welt gestorben. Stimmt, ja. Aber es ist immer eine Spannung, dass wir es auch tun, täglich. Ja. Mach mal Ladies first, ja? Und dann, wir sind noch Gentlemen, gell? Gerade bei der Taufe sind, es gibt ja auch Leute, die verschiedene Personen in sich tragen und innere Kinder. Wie ist es dann bei der Taufe, wenn die tatsächlich sich früher schon mal taufen haben lassen und dann aber erst der ganze Mensch zusammenkommt und da noch das Bedürfnis ist, sich noch mal taufen zu lassen, allerdings ja nicht, also nur das Gesamte. Wie ist es dann? Ist immer noch nur eine Taufe oder? Sehr spezielle Frage. Dazu müsste ich erstmal alles klären, wie die Menschenbilder sind und so und wie aus dieser Theologie das rauskommt. Aber ich gehe mal nur jetzt auf die Antwort ein. Ein Glaube, eine Taufe. Und wir glauben das, dass wenn man glaubt, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und dieser Mensch, nennt man so, dieser Mensch hat sich entschieden, sich taufen zu lassen im Wasser. Wie? Untertauchen, raus, ist das vollständige, das vollständige Werk vollbracht, also die vollständige Taufe ist geschehen. Ja? Wenn später durch bestimmte Prozesse oder Seelsorge oder Entwicklungen des Glaubens Sachen dazukommen oder wegkommen, da sind wir alle drin in diesem Prozess des Glaubens, alle, kann man sich immer darauf stellen, meine Taufe war vollständig und ist vollständig, weil ich Glauben hatte und Taufe dazu. Und somit müssen auch Dinge, die dazukommen, so absterben, die nicht sauber sind. Oder Dinge, die sauber sind, dazukommen, wie neue Erkenntnisse, neue Gaben, neue Entwicklungen, ja. Oder saftvoll und grün kommt dazu, ja. Das heißt, neue Erkenntnisse kommen dazu, ja. Und so sind wir alle immer in dem Prozess. Wichtig ist, dass wir verstehen, die Minimumvoraussetzung, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, ich habe den Glauben, und ich bin im Wasser untergetaucht, vollständig. Dann ist es vollständig, dann tun wir nicht noch einmal taufen, ja. Okay? Ja, ganz kurz, Teil 2. Wisst ihr, was für uns das Allerschwierigste ist? Veränderung. Und wenn wir müssen uns dann in diese Veränderung hinein bewegen lassen, okay? Weil wenn du jetzt gestorben bist mit Jesus Christus und du nimmst es im Glauben an, dann bringt es eine Veränderung in deinem Denken, in deinem Reden, in deinem Verhalten. Amen. Und da frage ich immer, Herr, wie verhältst du dich hier? Weil so muss ich werden, wie er. Amen.
Und da frage ich, wenn ich Herr, wie verhältst du dich jetzt in der Situation? Ich sage, für mich war die Schriftstelle, ja, first Vater und Mutter ehren, ja, und dann du sollst sie hassen. Da sage ich, wie passt denn das zusammen? Also da habe ich jahrelang auf der Probleme gehabt und keiner konnte mir die Antwort geben. Und dann hat Gott einmal zu mir gesprochen, ich sitze am Balkon in Innsbruck, sagt er, schau in die Sonne. Ja, bitte, ihr Lieben. Mit bloßem, schau in die Sonne, schau in die Sonne. Und sie blendet mich gar nicht, weil Gott mich zu mir sprechen wollte. Sag, was siehst du auf der Sonne? Da sage ich, schwarze Flecken. Na, da sagt, die schwarzen Flecken sind die Liebe zu deinen Eltern und der Rest ist die Liebe für mich. Es ist eine Priorität. Im Vergleich zu deiner Liebe für mich schaut die Liebe für die Eltern wie schwarz aus. Aber es ist auch Licht. Könnt ihr mich hören? Das hat mich so bewegt. Weil ich gesagt, zuerst heißt Vater und Mutter ehren, damit es dir gut geht, lange leben. Und dann heißt es, wenn wir sie nicht hassen, können wir nicht seine Jünger sein und nicht auch uns hassen. Dabei heißt es, wir sollen den Nächsten lieben wie uns selbst. Das müssen wir alles, das muss uns der Herr, das Wort ist so vielschichtig. Vielschichtig. Und ich habe schon oft Schriftstellen 100-mal gelesen und 10-mal hat er mal wieder eine neue Offenbarung dazu gegeben. Amen. Und wenn ich was nicht verstehe, dann sage ich, Herr, ich wahrscheinlich noch nicht dran, aber da reden wir später drüber. Ja. Das sagst du mir noch. Und er tut es. Er tut es. Er bringt alles ins richtige Licht, wie wir gerade bereit sind, es anzunehmen. Aber ihr Lieben, komm zu Jesus und stirb. Deinen alten Verhaltensweisen gegenüber. Amen. Und die meisten haben gelehrt, komm zu Jesus und alles wird besser. Na, zuerst wird es einmal schlechter. Der Weg nach oben geht zuerst nach unten. Bin ich daneben oder nicht? Ich sag's euch. Der geht zuerst nach unten, bevor er geht, nach oben geht. Amen. Und diese Prozesse müssen wir zulassen. Und wissen, dass der Herr Jesus, der das gute Werk in dir begonnen hat, es auch vollenden wird. Amen. Und ich sage immer, wir sind alle in der Universität des Heiligen Geistes, alle mit Einzelunterricht. Gell? Okay? Man kann nicht durchfallen, nur wiederholen. Halleluja. Okay. Ja, gestern war doch für viele die Taufe im Heiligen Geist. Und da habe ich noch eine Frage. Bei der Taufe des Heiligen Geistes haben ja viele jetzt die Gabe der Zungenrede bekommen. Cool. Aber kann es auch sein, dass da auch andere Geistesgaben 1. Korinther 12 zugeteilt wurden? Ja, 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 ja. Genau. Der Beweis, ich bleib mal kurz bei der Wassertaufe gleich. Der Beweis, dass du getauft bist im Wasser, ist, dass du nass rauskommst, oder? Ziemlicher Beweis. Der Beweis im Neuen Testament, dass man getauft ist im Heiligen Geist, ist, dass man in Zungen spricht. Apostel 10. Da war er ganz geschockt, dass der Petrus plötzlich im Haus von Cornelius die plötzlich in Zungen reden. Das kann doch nicht sein, dass der Heilige Geist draufgekommen ist. Das war der Beweis. Das ist wie der Startpunkt. Und die Taufe im Heiligen Geist ist wie ein Startpunkt für die Geistesgaben nach 1. Korinther 12. Es gibt noch mehr Geistesgaben wie diese neuen 1. Korinther 12. Aber es ist gut, wenn man im Geist getauft ist, bevor man dient in Gaben. Das ist gut. Es gibt auch Menschen, die es andersrum machen. Und ich zitiere da immer den Derek Prince, der macht das ziemlich gut. Er sagt, ein Christ ohne Taufe im Heiligen Geist ist wie ein Elefant ohne Rüssel. Ist schon ein Elefant, aber etwas Wesentliches fehlt. Und deswegen haben wir den Rüssel dran geklebt jetzt, ja, bei den Leuten hier, die getauft sind im Heiligen Geist. Es ist ein gutes Werkzeug, ja, ein wichtiges Werkzeug, was wir brauchen, ein Startpunkt für etwas, was man ergreift. Und dann zu deiner Frage, kommt was dazu? Ja, man sieht manchmal im Apostel 19 zum Beispiel, sie haben in Zungen gesprochen und sie haben geweissagt. Sofort kommt Prophetie dazu, Weissagung kommt da rein, kommt ganz oft. Oder manche haben plötzlich Visionen dann während dem. Und je nachdem, welche Geistesgaben, kommen sie aber hoch. Aber wichtig ist zu verstehen, es ist nur ein Startpunkt. Aber das Ergreifen der Geistesgabe kommt durch 1. Korinther 12, eifert nach den geistlichen Gaben. Nicht
Taufe im Heiligen Geist, Hände auflegen, los geht's. Und dann sitzt du da rum, bist zwar voll ausgestattet, aber wenn du nichts tust, kommt es auch nicht zustande. Ähnlich wie Klavierspielen. Wenn du die Gabe hast und du machst aber nichts, übst nichts, kommt auch nichts zustande. Deswegen eifert nach den geistlichen Gaben. Wie machen wir das im Pforzheim? Wir machen Prophetenschulen und los geht's, ja. Wie machen wir das mit dem Heilungsdienst? Leg die Hände auf und heil, ja. Wenn du Dämonen austreiben willst, geh zum Team von Dennis, dann hol dir ein paar Leute von der Straße und dann kannst du loslegen, ja. So kannst du Geistesgaben einfach entwickeln. Wie macht man das? Ziemlich simpel, einfach tun, ja. Aber der Startpunkt ist tatsächlich die Taufe im Heiligen Geist, ja. Ich habe noch eine Frage. Bekommt da jetzt jeder alle Geistesgaben? Weil es ist ja so, dass jemand für die Prophetie, jemand, so steht es ja in der Bibel, aber an einer anderen Stelle steht wieder, wir sollen solche Werke tun wie Jesus und größere. Heißt es dann, dass jeder alles kann? Oder das habe ich nicht ganz verstanden. Danke für die Frage, super gut. Grundsätzlich verteilt der Heilige Geist, wie er will, steht da drin, ja. Die Gaben, wie er will. Jeder von uns ist anders gebaut in Strukturen und so weiter, im Verständnis. Und da passen bestimmte Geistesgaben viel besser rein. Aber zu der Grundausrichtung, die Grundfrage ist, kann jeder grundsätzlich alles? Ich bin davon überzeugt, ja. Ich könnte Lobpreisleiter werden, ich könnte Pilot werden, ich könnte Koch werden, alles, ja. Die Frage ist nicht, was es grundsätzlich möglich wäre, sondern was will Gott mit meinem Leben speziell machen, dass ich richtig effektiv werde? Und da höre auf deine Stimme, wo brennt dein Herz dafür? Ja? Wenn Leute über Gabe der Weisheit reden, schläfst du vielleicht ein, aber wenn Leute über die Gabe von Heilung reden, dann geht's ab, ja? Dann spürst du bei dir, da ist eine Prägung, da will ich hin. Und dann eifer danach. Grundsätzlich könntest du wahrscheinlich mit dem Heiligen Geist alles lernen. Aber die Frage ist, was will er speziell mit dir tun? Und dafür brauchen wir einander. Ihr habt gemerkt, wir sind hier ein Team. Jeder von uns ist total unterschiedlich. Aber die Liebe ist das Entscheidende, ja? Und ich liebe jeden Einzelnen, das ist richtig cool, ja? Gleich, sehr gut. Und das Coole ist, jeder von uns hat andere Gabenkombinationen und in der Einheit dienen wir jeder mit seiner speziellen Sache. Das Gute ist, wir sind kein so ein Allround-Mensch, sondern wir sind mit einem Band der Liebe zusammen und jeder macht seine spezielle Sache und plötzlich wird es so breit, dass Befreiung kam diese Woche und das war so cool, fand ich richtig stark. Und deswegen mache das Spezielle, was Gott von dir will. Das entwickelt sich auch über die Jahre, verschiedene Sachen, weißt du? Und dann wird es gut, dann macht es Spaß. Ja? Ja? Ich habe eine Frage betreffend Autorität. Du hast gesagt, wenn ich jetzt weiß, das ist eine Gabe, aber ich muss ja auch noch geschult werden und dann kann ich, das heißt für mich, dass ich nicht einfach loslege, sondern mich eben unterordne in eine Gruppe, die das schon kann. Ist das richtig so? Okay. Ja. Weiter, oder? Ja. Das, Autorität, also wo braucht man am meisten Autorität? Meistens bei Dämonenaustreibung. Da ist ganz viel mit Autoritäten. Da gibt es dieses Beispiel, wo Leute kommen, Dämonen austreiben und sagen, hey cool, der Paulus hat das auch gemacht, ich mache das auch. Und den Namen, wo Paulus da hat, den Namen Jesus, leg los. Und dann lachen die Dämonen aus. Jesus kennen wir, von Paulus haben wir gehört, aber wer seid ihr? Sie kommen in ihre Autorität, dann haben sie verloren. Wenn wir in der Autorität Jesu kommen, dann haben wir gewonnen. Das heißt, wir müssen lernen, in der geistlichen Welt gibt es bestimmte Autoritäten. Und wenn wir in diesen Namen kommen, in den Namen der Namen über alle Namen, dann haben wir gewonnen. Ja? Komm nicht in deinem Namen, du wirst verlieren. Aber komm im Namen Jesus, dann hast du gewonnen. Ja? Genau. Und deswegen müssen wir verstehen, wenn wir unter Autorität stehen, haben wir Autorität. Wenn wir alleine freilaufende Frösche sind, ja, dann wird da nicht viel passieren. Da gab es diesen Hauptmann. Dieser Hauptmann, er sagt, ich bin auch ein Mann unter Autorität. Und wenn ich spreche, müssen die laufen. Sprich nur ein Wort, mein Diener wird gesund. Und Jesus sagt, der hat großen Glauben. Zwei Leute in der Bibel hatten großen Glauben. Ja, das war einer davon, weil er verstanden hat, ich bin unter Autorität und der hat auch Autorität. Und wenn wir das verstehen, dass wir Autorität haben, wenn wir uns selber unter Autorität stellen, dann leben wir ein Leben im Reich Gottes, das geschützt ist. Ich selber bin auch unter Autorität. Ich stehe unter einem fünffältigen Dienst. Mein Vater selber ist mein geistlicher Vater und wir haben 5 Pastoren in der Gemeinde und ich stelle mich drunter. Ich bin nicht die alleinige Nummer da drin, sondern ich weiß, nur in der Einheit da drin ist es entscheidend. Und dadurch kommt eine Autorität zustande, die mit uns 5 sozusagen multipliziert wird. Leute, die unter Autorität stehen, können starke Autorität weitergeben. Genau, so weit mal zu dem Punkt. Ja.
Ja, es ist, die Maria hat auch vorher gesagt, sie hat einen Vers in der Bibel nicht verstanden und jetzt ist mir meiner eingefallen, den ich versuche schon die ganze Zeit, dass mir jemand erklärt. Und zwar, das ist Epheser 4, Vers 7. Ich habe jetzt auch gerade gesehen, dass da sogar das auch mit dem Einband und so weiter ein Glaube, eine Taufe steht. Und zwar Epheser 4, Vers 7, einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Darum heißt es, er ist aufgefahren zur Höhe und hat Gefangene mit sich geführt und hat den Menschen Gaben gegeben. Verstehe es einfach nicht. Mhm. Gute Frage. Können wir es vielleicht mal im Zusammenhang lesen? Vers 5, 6, 7, 8. Das war davor, war und sei darauf bedacht zu wahren, die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens, ein Leib und ein Geist, wie ihr dazu berufen seid, zu einer Hoffnung, eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch alle und in allen. Und es kommt, einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Darum heißt es, er ist aufgefahren zur Höhe und hat Gefangene mit sich geführt und hat den Menschen Gaben gegeben. Da geht es noch weiter. Dass er aber aufgefahren ist, was heißt es anderes, als dass er auch hinabgefahren ist in die Tiefen der Erde und so weiter und so weiter. Okay. Und deine Frage ist jetzt hier, was es bedeutet, ja? Okay, willst du was sagen, Maria, oder soll ich es versuchen? Ulrike, weißt du irgendwas? Oder soll ich es versuchen? Ja, okay. Also ich kann nur schätzen oder vermuten. Da ist auch keine große Ahnung. Könnte also falsch sein. wir haben mal eine theologische Diskussion gehabt mit diesen ganzen Gedanken. Es gibt da einen Hinweis im Petrusbrief, parallel dazu, dass als Jesus am Kreuz war, dass er diese drei Tage, gibt einen Hinweis in der Bibel, in Abgrund gegangen ist und dann den Toten da gepredigt hat. Weißt, es gibt da ganz, ganz große theologische Sachen. Keiner weiß genau, wie das da funktioniert. Ja? Wir haben da echt Pastoren Dinge gemacht. Und da gibt es eine Theologie, dass er Gefangene mitgenommen hat, also befreit hat. Ja? Aber darauf eine Theologie aufzubauen, ist schwierig, weil wir haben ganz wenig Hinweise davon. Aber es gibt da ein, das ist ein Hinweis sozusagen, von dem, dass Jesus durch sein Blut reingegangen ist, also in diesen drei Tagen, wo er tot war, in Totenreich und Gefangene rausgeholt hat. Aber das ist nicht meine Meinung oder so, sondern es ist ein Hinweis. Ja. Ich würde, wenn du das hast, bis du noch keine so ein Rema-Wort hast oder Erkenntnis hast, dann sagen, Jesus, ich nehme das, wie du es gemacht hast. Also offensichtlich ist, dass er Gefangene mitgenommen hat. Ja, also es sieht aus wie Befreiung. Dann, wenn es für dich ist, dann mach doch so. Jesus, ich kapiere zwar nicht viel da drin, aber wenn du mir das gibst, will ich auch erleben, dass ich Gefangene mitnimmt ins Reich Gottes. Und dann ist es wieder biblisch. Dann sagst du, Jesus, zeig mir die Gefangenen, mit Depression gefangen, mit falschen Lügen gefangen, Leuten, die gefangen sind in Angstzuständen, und du nimmst sie mit im Gebet und du nimmst sie wie Jesus, Epheser 4, 7, nimmst sie raus und holst sie zu Jesus und holst sie aus der Gefangenschaft raus. Dann ist es sozusagen sauber bei dir. Gut. Ja. Dann haben wir es geschafft, ja? Halleluja, danke Jesus. Okay. Ja, genau. Du hast ja noch einen Nebenjob, also nebst deinem geistlichen Dienst. So ist es. Genau, und mich würde interessieren, wie arbeitest du da mit dem Heiligen Geist zusammen? Oh, danke für die Frage. Endlich mal kommt so eine gescheite Frage. Ja. Ja, ich bin ja noch Steuerberater, sondern ich arbeite als Steuerberater nebenbei. Ich bin Kind Gottes, aber arbeite als Steuerberater. Ich war 17 Jahre, habe ich angestellt, seit einem Jahr bin ich jetzt selbstständig und das ist ziemlich cool. Manchmal haben wir so Steuerberater-Probleme und ich will mich jetzt nicht vergleichen mit dem Josef, aber in die Richtung arbeite ich. Ja, macht richtig Spaß. Und dann kriege ich manchmal so unlösbare Fälle von meinem Chef. Der weiß nicht, wie das funktioniert. Und dann sagt der Häcksler, Sie können sich doch bestimmt einlesen. Dann lese ich mich da einen Tag lang ein, also in dieses Problem, Steuerproblem. Ja, wie kann man das Ding lösen? Und dann lese ich mir das ganze Ding durch und keine Ahnung. Ja, stehe ich vor diesem Ding da, was ist das mit Gefangenen und so. Und keine Ahnung, wie das funktioniert. So. Und dann gibt es da einen Berg, keine Ahnung. Und alles, was ich versuche, selber zu lösen, funktioniert nicht.
Er auch nicht, aber er weiß, ich mache das, alles klar. Dann fahre ich nach Hause, ich fahre jeden Mittag immer nach Hause zum Essen und so. Und dann fange ich an, in Zungen zu beten. Mach Lobpreis an, geh raus aus diesem Gefangensein im Steuerrecht, so kann man es beschreiben. Ja. Geh raus ins Auto und fange an, in Zungen zu beten. Und dann bin ich wie frei. Und dann bete ich in Zungen und dann plötzlich, Gott gibt mir nicht die Antwort, aber ich bin frei da drin. Und ich bete in Zungen, komme zurück nach der Mittagspause und denk nach. Und also nicht Gott sagt mir links oder rechts, sondern Gott lenkt meine Gedanken. Plötzlich geht es in eine Richtung, die ich vorher noch nicht durchdacht habe. Und da ist eine Lösung plötzlich drin. Ich denke, cool. Und dann gebe ich nach einem Tag studieren oder so. Also mein Job sieht ziemlich langweilig aus. Ich lese nur eine Stunde, zwei Stunden. Also. Aber es passiert was geistlich. Und dann komme ich dahin und bringe diese Lösung. Und der ist so erstaunt dann immer meistens. Wow, Herr Hexler, woher haben Sie das? Ja, und dann sieht er, dass Gott mit mir ist. Und das ist diese Gunst. Und das, was ich gestern gesagt habe mit Josef, Gott hat so viele Türen der Gunst in meinem Leben aufgemacht, indem das Menschen gesehen haben, Gott ist mit ihm. Das ist tatsächlich so und Leute sprechen darüber. Und so mache ich das. Also wie mache ich das? Ich versuche meine Probleme nicht zu lösen mit meinem Kopf, sondern meine Probleme vor Gott zu geben. Und nicht Gott gibt mir die Antwort, sondern er führt meine Gedanken so, ja. So ungefähr kann man es beschreiben. Ist eine Antwort für dich? Ja? Ja, super. Also ich glaube, die Antwort ist da drin, dass du dich rausnimmst und dann in die Gegenwart Gottes kommst, sehr weil ich finde das so schwierig, wenn man dann den ganzen Tag arbeitet und dann plötzlich am Abend merke ich, oh, ich hatte jetzt gar keinen Kontakt oder habe Gott gar nicht gefragt. Aber wenn ich konkret darum bete, dann arbeitet der Heilige Geist natürlich 100%. Auch. Zweites Beispiel dazu. Manchmal, wenn ich merke, da kommt eine Druckwelle, also das passiert manchmal so, richtig krass, wo es schwierig wird, mache ich tatsächlich meine Tür zu und fange 10 Minuten Bürotür zu und fange in Zungen zu beten, im Zimmer. Alle links und rechts, mache einen geistlichen Kampf plötzlich. Und in dem Moment bin ich frei. Mach das, ja. Zieh dich kurz raus und geh da rein, ja. Open Office, Halleluja, alle rein. Hebt die Hände, Gemeinde. Ja? Also bei mir ist es auch so, ich bin Lehrerin und während dem Schulalltag ist das so, dass auch gewisse Probleme kommen. Ja? Und dann bete ich auch währenddessen, auch vor den Kindern, und sage, Herr, gib mir jetzt Geduld oder ne, Weisheit. Aber ich gehe auch ganz oft auf die Toilette. Das ist wirklich mein stilles Örtchen. Mit Gott. Und das gibt's überall. Ja, und wenn du kein Büro hast. Und bei mir ist es halt, die Kinder sind da oder die Lehrer im Lehrerzimmer. Und das ist ein Ort, wo ich alleine bin. Genau. Eine Kollegin hat sich bekehrt bei uns auch. Und dann habe ich Bibelschule im Geschäft gemacht. Ja, hat sich irgendwie Fragen gestellt und so wie jetzt. Und dann habe ich halt Antworten gegeben, die ganze Zeit. Und irgendwann ist eine Situation passiert, wo wir beten mussten, sage ich. Maria, jetzt musst du beten. Wo? Geh aufs Klo. Darf man da beten? An so einem unwürdigen Ort. Antwort, ja, man darf beten. Ja? Wolltest du was sagen? Ich habe auch einige Jahre beim Steuerberater gearbeitet. Und wenn mein Chef eine ganz schwierige Aufgabe hatte, wie eine GmbH in eine Aktiengesellschaft zu wandeln oder sowas, hat er mich gerufen als Beraterin. Ich habe mich geschämt. Ich habe gesagt, Herr, ich verstehe hinten und vorne nichts. Wieso will der mit mir reden? Ja. Aber der hat gesagt, sei still und hör zu. So, der hat geredet und geredet. Ich habe im richtigen Augenblick gesagt, ja, okay. Nach einer Stunde hat er mir die Hände geschüttelt. Sie haben mir heute wieder enorm geholfen. Ich bin ein Kopf kleiner hinausgegangen und gesagt, Halleluja, Herr, alle Ehre dir. Der hat die Probleme gelöst, indem er sie jemandem sagen hat können. Und in Amerika war ich zu einer Zeit, wo ein Mann entdeckt hat, dass die Leute immer zuhören. Und dann hat er für $10 einen großen, großen Konzern gegründet, wo Leute halbe Stunde reden konnten und die mussten nur mitteilsam, also nicht, das mussten nur warme Menschen sein, die dazugehört haben. Die haben nur zum richtigen Augenblick gesagt, ja, okay, nach einer halben Stunde war die Situation gelöst. Sie sind super reich geworden. Ihr Lieben, wir müssen wieder reden miteinander. Und durchs Reden kommen die Antworten.
Amen. Er ist ein sprechender Gott. Aber der Chef, ich habe das nie sagen dürfen, weil ich mir gedacht, der weiß nicht, wie blöd ich bin. Ich verstehe hinten vor nichts. Und er, nur weil er es mir erzählt, löst er alle seine Probleme und dankt mir von Herzen. Halleluja. Voll gut, voll gut. Okay, haben wir noch Fragen? Wir haben noch 15 Minuten, dann gibt es Abendessen. Nur zur Info, ja. Dann du erste. Ihr habt richtig gute Fragen hier. Wow. Wir haben eine Frage an Maria mit der Familie. Also wir haben vorher das Video gesehen von Angel und unser Junior hat sich gewundert, wie ist das alles gekommen mit der Familie und was hat er noch gefragt? Ja, und ja genau, einfach so die Geschichte von der Familie. Ah ja, und wie war das mit dem Hin- und Herreisen? Wie ging das als Familie? So eine ganz praktische Frage. Ja, ihr wisst ihr, Gott hat mir vor Jahren die Schriftstelle gegeben, deine Söhne kommen von weit her und deine Töchter werden auf den Armen getragen. Ich kann mir vorstellen können, wie das geht. Und wie ich dann nach Afrika bin und dann viele Kinder in die Schule geschickt habe, dann habe ich zu Weihnachten ein paar von den Ärmsten, die nichts hatten, zu mir eingeladen. Dann kommt ein Sohn zu mir und sagt, Mama, ich will, dass du mich adoptierst. Sag ich, wie bitte? Ja, ich möchte, dass du mich adoptierst. Sag ich, ja, da muss ich drüber beten. Dann bin ich zum Herrn gegangen und habe gesagt, Herr, der will, dass ich ihn adoptiere. Was sagst du da dazu? Da sage ich, habe ich schon lange gesprochen zu dir. Deine Söhne kommen von weit her. Ich meine, Afrika ist ziemlich weit für mich. Hat er gesagt, selbstverständlich, kannst du ihn adoptieren. Okay? Und dann hat es auch geheißen, und deine Töchter werden auf den Armen getragen. Wie? Und zwar wurde ich da angerufen von einer Frau, die Kinderdorfmutter ist, die ich sehr gut kannte, und sagt, Maria, ich habe ein entzückendes Baby hier. Das Kinderdorf ist voll, sie wollen keines mehr nehmen, die war Kinderdorfmutter. Geh bitte, schau das doch an, du baust doch Kinderhäuser. Sag ich, ja, aber die sind im Fundament, da rührt sie noch nichts. Und dann hat sie gesagt, ja, komm noch wenigstens. Dann bin ich gekommen und dann hat das Kind mich gesehen und nicht mehr aus den Augen gelassen. Die hat dauernd nur geschaut, wo ich bin. Und das hat bei der Urgroßmutter gewohnt, die Mutter war 12 Jahre. Von meiner Tochter. Der Vater war 30, der ist verschwunden, wie sie gewusst hat, dass sie schwanger ist und hat nur den Studenten noch das Geld gegeben zur Abtreibung. Aber die Großmutter war gläubig und die Urgroßmutter auch und die haben gesagt, nein, das lasst du nicht, das lassen wir nicht zu. Und dann hat die Großmutter gesagt, der Großvater von meiner Tochter hat auch gesagt, Abtreibung. Stellt euch vor, die zwei Frauen waren die Großmutter und die Urgroßmutter waren gläubig und gesagt, es kommt in keinem Fall. Und die haben den Mann gefürchtet. Jetzt haben sie gesagt, hat die Großmutter gesagt zu der Tochter, du gehst jetzt zu meiner Mutter, das ist die Urgroßmutter, dort bringst du das Geld, das Kind zur Welt, wir geben es ins Kinderdorf und dann kommst du wieder zurück. Der Mann ist 2 Monate nachher gestorben, an einem Herzinfarkt, weil er das Kind abtreiben wollte. Okay? Aber auf jeden Fall war ich jetzt da bei der Urgroßmutter und dann habe ich gesagt, ja, also das war mitten in der Woche, ich komme am Wochenende noch einmal. Und ich sage euch, ich bin nach Hause, ich habe Tag und Nacht nur diese Augen von dem Kind gesehen. Wo ich die Augen zugemacht habe, habe ich die Augen gesehen. Wenn sie offen kamen, habe ich die Augen gesehen. Und dann bin ich wieder am Wochenende hingefahren, aber dachte, jetzt nehme ich sie mal für ein Wochenende zu mir. Und da fahre ich hin und dann war die Urgroßmutter sehr glücklich, das war eine gläubige Frau, hat sie vor mir gebadet, hat sie eingeschmiert. Und die so eine schöne Haut, die glänzen so schön. Und hat ihr das schönste Kleidchen angezogen. Das war so ein Fetzerl. Es war furchtbar. Wir haben es aufgehoben. Die Angel hat gesagt, das will ich einmal meinen Kindern zeigen, wie ich aufgewachsen bin, wie die Mama mich gefunden hat. Ja. Und dann hat sie das Kind fertig gehabt. Und dann hat sie gesagt, Mama Maria, deine Tochter. In den Armen. Habe ich sofort gewusst, das ist das Kind der Verheißung. Und habe sie nach Hause genommen und nie mehr losgelassen. Und adoptiert. Also das war dann so, weil die Leute mich fragen, wieso hast du das Kind adoptiert und nicht andere? Sag ich, das war das Kind der Verheißung. Und der zweite Sohn, der war der Zwillingsbruder von meinem ersten und den habe ich auch adoptiert. Ja. Ich habe 2 Söhne und eine Tochter und die Angel bedauernd erinnert, aber der liebe Gott hat gesagt, deine Töchter, Mama. Ich bin erst alleine. Ich sag's euch, du versprichst den Afrikanern, was die erinnern dich so lange, bis du es tust. Es geht da so auf den Wecker. Am Anfang habe ich gesagt, Herr, die sind aufdringlich, dauernd erinnern sie mich. Sagt er, na, die glauben. Du kannst bei mir genauso sein. Erinnere mich an meine Verheißungen, bis ich es tue.
und er wird es tun. Amen. So, Gott hat ganz viele Wege, mit uns zu sprechen. Ja, und jetzt habe ich natürlich sehr viele, die noch bei mir wohnen, aber die drei habe ich adoptiert. Und die lieben sich wie echte Geschwister. Ja. Und jetzt habe ich der Großmutter von der Angel noch ein Haus gebaut, weil ich war sehr arm. Ich habe gedacht, ja, meine Tochter wird mit mir schimpfen, dass ich nur mit ihr so gut war, aber nicht mit ihren Verwandten. Habe ihre ganzen, die ganzen Geschwister von ihrer Mutter studieren lassen. Es leben schon zwei Onkel bei mir von meiner Angel. Das zieht Kreise. Aber ich hätte die Angel nie adoptiert oder meine Kinder, wenn ich zurückgekommen wäre nach Europa. Die Afrikaner gehören nach Afrika. Und sie sind auch sehr kritisch drunter. Uganda, da kannst du sehr schwer ein Kind adoptieren, wenn du hinaus möchtest aus dem Land. Weil sie so Angst haben, dass die Kinder für andere Zwecke verwendet werden. Und das schätze ich sehr bei unserem Präsidenten. 3 Jahre wurde ich total überprüft, bevor ich richtig adoptieren konnte. Als Pflegemutter. Ja. Und das schätze ich sehr, weil der Mann liebt sein Volk. Ja. Aber die Angel, ich sage es euch, wisst ihr, dass wir adoptiert sind? Gott hat uns adoptiert. Und wisst ihr, dass ein adoptiertes Kind mehr Rechte hat wie ein leibliches? Ein adoptiertes Kind kannst du nie mehr enterben. Vom Gesetz her. Sage ich immer meiner Tochter, du hast noch einen sichereren Platz als ein biologisches Kind. Ja. Und wisst ihr, jetzt, also wir haben auch in Europa jetzt schon so viele Waisenkinder oder halt Straßenkinder, die wirklich Hilfe brauchen. Wir müssten nicht mehr nach Afrika. Amen. Aber eine Mutter wird nicht zur Mutter durch die Geburt, sondern gemäß ihres Herzens. Amen. Und ich habe gerade jetzt vor einigen Wochen eine meiner letzten, hoffentlich, Hürden überlebt. Meine Tochter ist mit dem Joshua, einem meiner anderen Söhne und noch einem Sohn, in die Stadt gefahren. Wir sind so 45 Kilometer weg mit meinem Auto. Um 9 Uhr früh und um 9 Uhr abends waren sie noch nicht zurück. Ich habe keine der drei Telefone erreichen können. Keiner wusste, wo sie sind. Ich habe sie schon im Krankenhaus gesehen. Und dann sage ich, Herr, wo sind die? Und dann sagt er, Maria, würdest du mich weiterhin lieben, wie du mich liebst, wenn sie nie mehr zurückkommt, lebendig? Wow! Das war ein Stich in mein Herz. Das war so wie der Abraham mit Isaac. Ich sage, Herr, das ist eines der größten Prüfungen, die du mir je gegeben hast. Aber ich habe gesagt, ja, Herr, wenn das so ist, ich weiß, sie ist in der ewigen Herrlichkeit, sie liebt dich, die anderen zwei sind auch gläubig. Wenn das so ist, lasse ich sie heute los. 10 Minuten später waren sie da. Aber ich bin frei. Und seither sind meine Kinder so frei. Wisst ihr, eine Mutter kann die Kinder richtig hindern, das zu werden, was Gott mit ihnen vorhat. Seitdem hat sie den YouTube-Channel angefangen und ist in einer Freiheit. Wisst ihr, wir müssen einander freigeben. Das Letzte, was ans Herz geht bei einer Mutter oder bei einer Frau, ist das Herz. Beim Mann ist der Verstand. Aber bei uns ist es das Herz. Und auch das muss ans Kreuz. Könnt ihr euch vorstellen, was Maria durchgemacht hat mit dem 7-fachen Schwert des Sohnes, das in ihr Herz ging. Aber sie musste es zulassen. Sonst hätte er uns nie erlösen können. Amen. Es gibt einen Schmerz, der bringt Leben hervor. Aber es gibt auch einen Schmerz, der zum Tode führt. Und da müssen wir wissen, welcher Schmerz das ist. Amen. Die Frage war noch nicht zu Ende, glaube ich. Gell? Wie Sie rumgereist sind, war noch eine Frage. Gell? Oder? Ja, das war auch noch eine Frage, wie das ging mit dem Reisen, also mit Europa und Afrika. Ja, meine Tochter ist inzwischen Österreicherin geworden, hat 2 Pässe, den ugandischen und den österreichischen. Sie ist sehr glücklich, dass wir beide das Gleiche sind. Weißt du, sagt sie zu mir, Mama, ich repräsentiere Afrika mit dir in Europa und du Europa in Afrika mit mir. Wir gehören zusammen, okay? Halleluja. Aber ich muss euch ehrlich sagen, wenn wir einen Pass zurückgeben müssten, wäre es der EU-Pass, nicht der afrikanische. Was Gott in diesen letzten Monaten getan hat, die Afrikaner in Amerika wollen alle zurück nach Afrika. Das Problem ist nur, dass viele nicht mehr wissen, wo sie herkommen, weil sie ja 400 Sklaverei hinter sich haben. Ja. Aber Afrika ist der Kontinent, der groß wird. Afrika ist der Kontinent, der der Welt zeigen wird, wie man Reich Gottes lebt.
Diese Menschen haben so viel Leid erfahren, so viel Ablehnung, immer die Trottel, immer die Ausgenützten, immer die Blöden. Ja. Dabei die ganze Welt, in Sport, in Musik, auch in Wissenschaft, leuchten die Afrikaner, sind sehr gescheit. Aber sie wurden nie bitter, sie wurden besser. Der Afrikaner hat eine Langmut und eine Geduld, ihr Lieben, das sind mir nichts dagegen. Eine Geduld und eine Langmut. Und sie wissen, und ich predige in ganz Afrika, eure Stunde ist jetzt gekommen. Steht auf und werdet Licht und nehmt Autorität über dieses Land, über diesen Kontinent. Und sie tun es. Sie tun es. Ich bin jetzt hineingewählt worden, Daniel, ich habe es heute lesen lassen, in eine Bewegung von ganz allen afrikanischen Staaten, wo sie die besten Propheten ausgewählt haben. Und mich wählen sie jetzt auch hinein. Und möchten jetzt, dass ich über Zoom nächste Woche in ganz Afrika spreche, über meine Erfahrung mit Afrika. Könnt ihr das vorstellen? Ich bin aber die bessere Afrikanerin wie viele Afrikaner. Weil ich glaube, dass Afrika ein wunderbarer Kontinent ist. Und die haben bisher geglaubt, alles andere ist besser als Afrika. Heute will keiner mehr einen Pass nach Amerika oder nach China. Nicht einmal die EU. Vor einem halben Jahr hätten sie mir nur aus der Hand gerissen. Amen. Ich spüre, dass Gott eine Umschichtung macht, die unwahrscheinlich ist. Auf der ganzen Welt. Amen. Aber ihr Lieben, Gott sagt mir, ich soll Flüchtlingswohnungen bauen in Uganda. Für die Europäer. Amen. Halleluja. Und ich glaube, wir zwei werden einen Fonds gründen, oder? Den Heavenly Trust International Fonds. Da könnt ihr euch einkaufen in Afrika. Wir bauen Häuser für euch und ihr könnt flüchten zu uns. Amen. Wer daran interessiert ist, der soll sich melden. Ein paar haben es schon gemacht drunten. Traumhäuser, ich sage es euch. Halleluja. Und eure Lebensqualität wird sehr gesteigert werden. Zu uns kommen Leute mit Krankheiten und nach 3 Wochen sind sie gesund. Wir haben das beste Wasser der Welt. Noch total in voller. Wir haben ja keine Kunstsachen, die wir da runtergeschmissen haben. Ja. Nein, ich sage es euch, ich bin begeisterte Afrikanerin. Und ich möchte euch alle einladen, zu uns zu kommen. Es wird der Kontinent der Flüchtlinge. Schaut mal, wo hat Jesus überlebt? In Afrika. Wo hat Mose überlebt? Afrika. Ich kann euch dann ein Video zeigen heute Abend. Aber Afrika hat unwahrscheinlich viele großen Männern Gottes, vor allem aus Israel, Schutz gegeben und Reichtum. Amen. Und wisst ihr, ich kann mich so aufregen. Die kommen hinunter, bestellen uns hinten und vorne und nennen uns den armen Kontinent. Ich sage, spinnt ihr wohl hochgradig? Warum kommt ihr dann in den armen Kontinent, um euch zu bereichern? Bleibt dort, wo ihr seid. Und der Afrikaner steht jetzt auf und sagt, Finger weg. Aber die Chinesen drücken herein, dass es nicht mehr feierlich ist. Nicht mehr feierlich. Und die geben riesige Darlehen, aber zu Zinssätzen, die keiner mehr zahlen kann. Und somit kassieren sie uns. Jetzt ist schon der Hafen in Mombasa, schon chinesisch. Bei uns bauen sie, weil die bauen ja Straßen, ja, die brauchen ja gute, wenn sie kommen, brauchen sie gute Bedingungen herumzureisen. Ja. Aber ich habe jetzt, wenn ich zurückkomme, ein Gespräch mit dem Präsidenten, ich werde eben die Wahl für ihn richten. Ich werde sagen, lass die Chinesen nach China gehen und lass die Afrikaner heran. Amen. Das war jetzt aber weit über meine Beantwortung, Entschuldigung. Alles noch. Da spürt man deine. Ja. Letzte Frage, wir haben 6 Uhr, danach wollen wir runtergehen zum Essen. Sehr schön. Du hattest am Anfang geredet gehabt über unsere Zunge, ja, dass wir nur Gutes reden sollen und nichts Schlechtes. Wenn ich aber jetzt in einer Situation drinne bin, wo mich zum Beispiel jemand verletzt hat, was mache ich denn damit, wenn ich nur Gutes reden soll? Ja. Weil ich kann es ja trotzdem nicht in mich reinfressen und irgendwo muss es ja raus, weil sonst knallt es irgendwann. Ja, korrekt. Sprich es aus, wie es ist, Tatsache schon benennen. Ja? Es hat verletzt, es war schlimm und es war so. Und dann sagst du, aber mein Gott kann allen Mangel heilen, mein Gott. Also die Leute, die nur über Probleme reden, bleiben da stehen. Wir reden 1 Stunde, wie schlimm das alles war und dann wird es Richtung Lästern und so weiter. Also gesund ist sozusagen, das auszusprechen, was war
und dann sagen, aber mein Gott wird mich heilen. Aber mein Gott führt mich da rein. Aber durch seine Striemen bin ich geheilt. Aber ich habe vergeben, sozusagen. Diese Ebene, dass du sozusagen klar benennst, was ist, aber genauso klar sagst, was Gott zu der Situation sagt. Und dann sagst, und ich glaube, dass das möglich ist, auch in meinem Leben. Ja? Was ich dann aber nicht Menschen gegenüber sage, sondern dieses, das ist dann, korrekt, das Gott gegenüber sagt. Entweder mit einem Seelsorger, okay, durchgehen oder mit einem Freund oder was auch immer. Hm. Bist du bereit, bis dieser Person zu vergeben, vollständig? Ja? Wenn du im Herzen frei bist, den Nächsten vergeben hast und so und durch bist, dann gibt es einen Moment von Gott, wo Gott sagt, und jetzt kannst du zu der Person gehen und dann wird es Heilung bringen. Macht man das Ding zu früh, bringt es Zerstörung, weil dann geht es Krieg auf Krieg sozusagen. Ja? Ist es aber eben ein Moment der Heilung und der Wiederherstellung, dann bringt es echte Wiederherstellung da drin. Das heißt, die Beziehung wird wiederhergestellt und es wird gut werden drin. Genau. Okay? Wollen wir beten und dann zum Essen gehen, ja? Vater, wir danken dir für die gute Zeit, dass wir hier Fragen und Antworten machen durften. Vater, ich bete, dass alle komischen Antworten weggehen und dass die richtigen Antworten im Herzen bleiben, in Jesu Namen. Danke. Du bist doch ein Gott, der sowas machen kann. Danke, dass es Frucht bringt, Jesus, und dass die guten, fruchtbaren Herzensdinge jetzt hochkommen. Wir beten, dass diese Antworten, die vom Himmel sind, jetzt echt reinkommt und dass etwas Gutes daraus entsteht, in Jesu Namen. Wir danken dir für das wunderbare Essen jetzt gleich. Wir segnen auch die ganzen Mitarbeiter da drin. Wir segnen sie zu deiner Ehre. Wir danken dir, dass du uns dienst zur Gesundheit, dir zur Ehre. Und heute Abend soll der beste Gottesdienst hier drin sein, der überhaupt hier drin war. Wir kommen hungrig, Jesus, zu dir, geistlich hungrig nach dem Abendessen. Und wir danken dir, dass wir heute gefüllt werden, nicht von Maria, nicht von Menschen, nicht vom Lobpreis, sondern vom himmlischen Vater, in Jesu Namen. Und alle sagen, Amen, yes.